Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal von der Ravensberg. Und ja, ich habe mir hier mal so eine IT-Runner-Plattform geholt, habe hier unsere letzten Brocken draufgepackt, die wir noch haben. Was mich hier persönlich ein bisschen stört tatsächlich, ist, dass hier zwar überall Spanngurte dran sind, hier hinten aber dann nicht mehr. Kann also so, weiß ich nicht, nicht im Sinne des Erfinders sein. Gucken wir mal, ob das Zeug drauf macht. Wieso geht der Motor jetzt eigentlich ständig aus? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Automatischer Motorstart aus. Mutz, normal. Mensch. Keiner gesagt, dass das ständig ausgehen soll. So, gucken wir uns das mal an. Ich bin echt gespannt. Weil, wie gesagt, da hinten sind keine Spanngurte. Warum auch immer. Würde mich nicht wundern, wenn die Scheiße gleich irgendwann mal unten liegt. Dann gucken wir sowieso auch mal, wie weit die Felder sind. Wir sind ja im späten Frühling immer noch. Ich lasse den Server heute auch wieder weiterlaufen. Kann ich vielleicht heute Abend nach Feierabend dann schon die nächste Folge machen. Wie gesagt, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil das irgendwie mit diesem ganzen Rendern bei YouTube im Moment überhaupt nicht hinhaut. Ich lade die Folgen in 4K hoch. YouTube fängt bei der kleinsten Version an, bei SD. Dann kommt HD und irgendwann hat auch YouTube 4K und das dauert momentan leider, keine Ahnung, Tage manchmal. Man muss es nicht verstehen, sagen wir so. Alter, und wir haben wieder Ruckler hier auf dem Server. Meine Fresse, ne. Deswegen fahre ich jetzt hier auch nicht im Innenbereich. Also überhaupt kein Zimmer. Du wartest gefälligst, bis ich um die Ecke bin, klar. Eieieiei, was ist denn hier los? Aber das hatten wir gestern Abend im Livestream tatsächlich. Ich habe gesagt, jetzt mal Aufzeichnungstag Montag. Und gestern Abend im Livestream bei Chaos Farming hatten wir das Gleiche. Das weiß der Herrgott, wo das herkommt. So. Auch den können wir stehen lassen. Das ist ja ein Nachbarsacker. Könnten wir den mal nach Hause fahren, wa? Auch mal nichts Verkehrtes. Ja, vor diesem Fendt passt tatsächlich das Glasschneidwerk. Ich hatte mich ja schon mal beklagt, warum es für die meisten Schneidwerke, es gibt ja viele Mods, was wegen von wegen Mähdrescher und so weiter. Manche Mods sind nicht immer unbedingt sehr realistisch. Die Schneidwerkswagen, die es im Allgemeinen auf dem Markt gibt, sind scheiße. Die einzig gescheiten, muss ich jetzt mal so sagen, oder behaupte ich jetzt einfach mal, sind tatsächlich die, die mit dem Class DLC mitgekommen sind. Denn da verankert sich das Schneidwerk drauf, wobei wir hier eben, ja gut, wir müssen es jetzt halt mit dem Traktor fahren, aber es spielt jetzt erstmal keine Rolle, darum geht's nicht. Warum gehen jetzt nicht einfach Modder daher? Gucken, ob man diese Glasschneidwerke rausziehen kann. Ich glaube, ich werde das heute Abend mal machen. Ich habe ein bisschen Zeit. Und baut dort einfach einen Farbwechsel ein. So dass man eben dann zum Beispiel auch ein schwarzes Schneidwerk hat. Gute Frage, gell? Muss sowieso mal gucken. Ich hatte eigentlich einen Anhänger gekauft. Warum blinkst du eigentlich ständig? Ich hatte eigentlich einen Anhänger gekauft. Der abgeblieben ist.
auf den Hof blicken. Hier steht nämlich diesbezüglich noch nichts rum. Ach, wir brauchen noch so viel. Unterwagen und so weiter und so fort. Was steht da denn? Gehört das uns? Nein. So, wir tappen uns einfach durch zum Händler. Das ist hier im Moment das Einfachste. Ja, hier, ne? Bentley. Sehr schick übrigens an dieser Stelle, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke. Dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Da ist ja der 4000er. Okay. Den fahren wir jetzt erstmal zum Hof. Mal gucken, ob wir jetzt tatsächlich in der Innenansicht fahren können. Steuern, ne? Boah. Alter! Der Riesenberg ist ja nicht so geslidet, mal ganz ehrlich. Da war der zahmer. Kurzerhand in England umgedreht. Alter Schwede. Der ist ja nicht zu bändigen, ey. Maserati ja noch schlimmer, wa? Mit Samtsocken fahren nur. So ein bisschen fertig gemacht. Auf. Nämlich Garagen. Ach, den fahren wir spät. Dann fahren wir jetzt erstmal hier hin. So. Auf in den nächsten. Der da ist wahrscheinlich genauso bissig. Wie sieht der eigentlich von innen aus? Das finde ich schon schicker, ne? Wow. Maserati, voll. Vor allem ist der so tief gelegt. Also der ist besser im Moment, für den ersten Moment besser zu zähmen. Ja, und dann denke ich mal, werden wir in einer der nächsten Folgen dann mal anfangen zu arbeiten. Nicht wieder auf die Seite legen. Er schlittert auch. Aber nicht ganz so schlimm. Bremse irgendwie. Das Pedal funktioniert, sieht man, wenn ich rückwärts fahre, aber er bremst nicht.
alte Pfanne kann man mit dem nämlich, falls auch noch raus, falls es regnet, dass wir den an die. Die an die Dingen stellen können. So, jetzt brauchen wir tatsächlich einen Schlepper. Habe ich übrigens gesagt, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. So viel dazu. Ja, Mensch, guck mal hier. Schön grün. Wo ist denn unser anderer Schlepper eigentlich? Ja. Machen wir jetzt erstmal unsere Sämaschine hier einfach auf den Hof und holen dann mal diesen großen Anhänger. Ich habe gesehen, da gibt es noch einen 5000 davon. Vielleicht werde ich den hier auch noch reinladen. Oh, jetzt habe ich dieses Grundstück mit unserem verwechselt. Naja, so kann es gehen, ne? Wäre dann nämlich einfach hier über die Wiese. Alter, das hängt aber heute. Das ist unglaublich. Sind das ja nicht heute hier, ne? So. Gleich mal den Arbeitsrechner anschmeißen und dann geht halt los mit dem Dienst. War schön, dass ich diese Folge tatsächlich noch fertig machen konnte. Ballenpresse. Habe ich eine Ballenpresse schon gekauft? Oh, Leute, fahrt doch mal ein bisschen schneller, Mensch. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Und ganz ohne KI ist auch langweilig. Mal gucken, haben wir schon eine Ballenpresse? Bin mir jetzt gerade gar nicht mal mehr sicher. Ja, Händler hochräumen muss sein, auf jeden Fall. Aber liebe Leute, genau, das hättet ihr nicht sehen sollen. Das ist gar nicht passiert. Da würde ich sagen, geht ein bisschen was rein. 4.000, 5.000 wären das dann in dem anderen. Echt mal gucken. Werde ich mich mal umschauen. Aber in diesem Sinne, wir sind schon wieder am Ende der Folge fast angelangt. Ich denke, wir kriegen den jetzt auch auf den Hof. Dann haben wir die 15 Minuten durch. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, auch wenn ihr da, ja, ich freue mich drüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. So wollte ich sagen. Schaut auch auf meine anderen Videos rein, wenn euch da was interessiert. ETS 2 zum Beispiel, verschiedene Unboxings. Ja, nicht professionell, sondern authentisch. Sagen wir mal so. Oh, Summer! Mal hier hinten rum. Alle müssen wir auch aufräumen. Mal sehen, wo wir diese ganzen Maschinen alle lassen. Der Mähdrescher kann da so stehen bleiben, wo er steht. Das ist alles okay. Ich dachte, das eine Ding, da müssen wir mal sehen, ob wir den überhaupt brauchen werden.
Scheiß, ich hasse diese Lenkachsen, ganz ehrlich. Mag in manchen Dingen Vorteile haben, sicherlich, aber ich mag sie. Na komm, raus mit dir. So, ja, ich würde sagen, damit sind wir für diese Folge erstmal durch. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, habe ich schon gesagt, brauche ich nicht wiederholen, ihr wisstet. So, aber haben tatsächlich noch keine Ballenpresse hier. Das ist das Mading. Doch, da ist er. Da hängt sie hinter. Okay, dann in diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.